Also erstmal muss man ja sagen, was ist das für ein Buch, in was für eine literarische Gattung fällt das rein? Und die Bezeichnung, die Peter Weiß selber gibt, ist ja Theorieroman. Also das heißt, es ist einerseits ein, wenn man so will, belletristisches Werk, wobei schöne Literatur bei dem Thema vielleicht ein bisschen zynisch klingt. Und zum anderen ist es eigentlich, und auch diese Bezeichnung ist jetzt sehr hölzern, wenn man die so nennt, ein Sachbuch. Es geht darum, dass junge Leute sich überlegen, aufgrund der Situation, in der sie faktisch stecken, in Deutschland 1937, in Deutschland der 30er Jahre, in Deutschland des Nationalsozialismus, A, wie man überlebt und B, wie man das als Kommunist macht. Also wie man gleichzeitig das Überleben verbindet mit einer emanzipatorischen Praxis. Das ist eine Frage der Selbstverortung, das ist eine Frage auch immer wieder danach, wer man selber ist, was man ist im Sinne eines geschichtlichen Subjekts, anders übersetzt die Frage danach, wie bleibt man handlungsfähig. Und das führt Peter Weiß ein als politische Frage, das ist das ursprüngliche Projekt gewesen, und bringt es gleichwohl eben auf die Ästhetik. Ästhetik heißt hier mehrerlei, heißt aber vor allem, dass diese politischen Fragen der Handlungsfähigkeit übersetzt werden, diskutiert werden anhand von Kunstwerken. Und dafür steht die gesamte Kunstgeschichte zur Verfügung. Die führt, also dieser Weg in die Geschichte führt teilweise realgeschichtlich, zeitgeschichtlich nach Spanien, spanische Revolution und so weiter, führt aber eben auch dann in die Vergangenheit und in andere Regionen der Welt. Das ist so im Großen, ja, wenn man so will, das Thema dieses Buches. Ich will es nochmal anders formulieren. Es ist eine Odyssee, es ist ein Weg, der gegangen wird, immer unter dem zentralen Aspekt, wie bleibt man unter politischen Bedingungen, die eigentlich Handlung vollständig unmöglich machen, wie bleibt man da handlungsfähig? In einem Gespräch mit Heinz-Ludwig Arnold wurde Peter Weiß danach gefragt, woraus, wie und wohin sich die Gedanken der Ästhetik des Widerstands entwickelten. Und wir hören mal ganz kurz in dieses Interview rein und hören die Antwort auf diese Frage, woraus die Gedanken denn so entsprangen. Wahrscheinlich erstmal der Grundfrage, wie ist es denn, kann man als Schreiber sich da irgendwo an einen Schreibtisch zurückziehen und da nur immer reflektieren und sich äußern zu bestimmten Dingen, an denen man eigentlich doch vorbeigeht, indem man nicht direkt körperlich daran teilnimmt. Nicht? Dieser Konflikt war wahrscheinlich einer der Anlässe, sich mal zu untersuchen, wie das denn ist für einen Menschen, der tatsächlich in dem Kampf steht, also materiell in dem Kampf steht und nicht nur als reflektierender, nicht? Natürlich sind das jetzt dann Erfahrungen, die sich während der ganzen 60er Jahre herangebildet haben in den direkten Kontakten mit kämpfenden Menschen, die eben entweder auf den Barrikaden stehen oder in Befreiungskriegen stehen und über die ich schon geschrieben hatte, revolutionäre Taktiker oder Theoretiker, und jetzt der Versuch, diese ganzen Dinge, die ich durchformuliert hatte und zu denen ich Stellung ergriffen hatte, jetzt an mir noch näher heranzuziehen an den eigenen Leib und meine eigene Vergangenheit, meine eigene Erfahrung, meine Erlebnisse etwas zu verrücken in die Dimension des Direktteilnehmenden. Und das macht dann Peter Weiß, indem er eine Figur erschafft in der Ästhetik des Widerstands, die eben aus dem Geschehen selbst berichtet. Kannst du, Roger, beschreiben, um was für einen Typ sich bei dieser namenlosen Hauptfigur tatsächlich handelt und mit was er sich konfrontiert sieht? Das würde mir jetzt schwer fallen. Ich will so ein bisschen, wenn ich das darf, die Frage verschieben, weil Klar. Das, was wir gerade im Einspieler gehört haben, verlagert ja nochmal
die erste Frage, um was geht es in der Ästhetik des Widerstands? Das passt natürlich jetzt auch zur zweiten Frage, was ist dieser namenlose Haupt, diese namenlose Hauptfigur für einen Mensch? Nämlich, es ist zum einen nochmal, um es einfach klar zu machen, vielleicht weiß man das ja gar nicht, Peter Weiß hat eben den entscheidenden Zeitrahmen auch gesetzt. Es spielt in der Zeit 30er Jahre, selbst an 1937. Gleichwohl ist geschrieben dieses Buch in den 70er Jahren und in drei Bänden. Und das heißt, dieser zeitliche Bogen ist nochmal relevant. Es geht ja nicht einfach darum, dass man sagt, ich bin jetzt zum Beispiel in den 30er Jahren, ich weiß, es gibt, ich bin in Sicherheit, eben nicht in Nazi-Deutschland und es gibt andere, die sind da, die kämpfen um ihr Überleben und so weiter und jetzt schreibe ich in dieser Situation oder produziere etwas in dieser Situation, sondern es ist gleichzeitig ja auch ja nicht wirklich ein Rückblick, sondern ein Rekonstruktionsversuch von Geschichte und auch von eigener Geschichte, also eben genau das, was wir im Einspieler gehört haben, der Versuch, sich nicht einfach nur geistig reflektierend in eine Situation zu setzen, die man zwar historisch erlebt hat, wo man aber gleichzeitig eben, wie Weiß es ausdrückt, körperlich nicht teilgenommen hat und dann der Versuch zu beschreiben, was heißt das, körperlich auch in dieser Situation zu stecken. Das ist für mich die Schwierigkeit, jetzt direkt auf diese Frage zu antworten, weil dieser körperliche Bezug, also wirklich in der Figur, also der literarischen Figur dieser namenlosen Hauptfigur klar zu machen, was das bedeutet, nicht? Also warum sich überhaupt jetzt mit Kunst auseinandergesetzt wird. Das ist ja kein pädagogisches Lehrbuch. Mhm. Das ist ja nicht, dass man sagt, hey, da haben wir so eine Brille auf, da können wir mal so zeitreisemäßig gucken, wie von den 30er Jahren aus sich, was weiß ich, die 1830er Jahre dargestellt haben mit Delacroix, die Freiheit für das Volk oder so, sondern da müsste man jetzt eigentlich in den Text gehen und einzelne Passagen vorlesen oder sehen, wie sich in einem sehr bemerkenswerten, sprachlich bemerkenswerten Verhältnis Dialoge entwickeln, Gedanken entwickeln, Diskurse entwickeln, Begegnungen darstellen. Darf man nicht vergessen, auch das hat Weiß ja jetzt in dem Einspieler gesagt, er hat verschiedene ähnliche politische Situationen, Thematiken vorher schon beleuchtet. Wie macht er das vorher? Er macht das vorher über das Theater. Ja? Also er hat vorher eine Bühne, auf der er Figuren erscheinen lässt und jetzt hat er ein Buch, was man zwar auch irgendwie bühnenmäßig übersetzen könnte, aber was erstmal gelesen werden soll. Und ich meine, das wäre sozusagen die bisschen ausweichende, unmittelbare Antwort. Also nämlich, man muss jetzt in den Text gehen und gewissermaßen nachlesen. Das andere ist, dass der Verweis auf Weiß selber da ist. Es gibt ja diese Rede von der Wunschbiografie, die er damit geschrieben hätte mit der Ästhetik des Widerstands. Und in gewisser Weise ist die Frage, was ist das für eine Hauptfigur, die wir da haben, ist gleichzeitig auch damit zu beantworten, dass man sagt, das ist der Peter Weiß, der sich reinversetzt in eine Situation, die er nicht hatte, aber die er eben versucht, literarisch zu rekonstruieren. Und zwar nicht so, dass man dann so nach biografischer Mode sagen kann, aha, guck mal, Wunschbiografie, sondern eben so, dass man sagen kann, ich als Leserin, als Leser, zeichne eigentlich diese Figur nach. Also um es nochmal drastisch zu sagen, diese Hauptfigur bin im besten Fall ich selbst als Leserin, als Leser. Mal auf diesen Titel Ästhetik des Widerstands zu sprechen zu kommen, diese Kombi oder was mir da sofort ins Auge springt, ist ja die zwei Begriffe Ästhetik und Widerstand, wo ich auf der einen Seite Ästhetik ganz schnell mit Kunst, Kultur und so weiter verknüpfe und Widerstand, das lässt mich vor allem denken an politischen Widerstand, an politischen Kampf. Und auch dazu hören wir nochmal einen Einspieler von Peter Weiß. Während der Arbeit zeigte es sich dann, dass eben für mich in meinem persönlichen Leben, meine Erfahrung eben, es nicht immer nur um die politische Veränderung ging, sondern eben ständig um den Kampf, den kulturellen Kampf ging. Nicht? Ich suche Ausdrucksmittel, ich suche nach Dingen, mit denen ich mich
identifizieren kann und die mir für meinen eigenen geistigen Werdegang Material geben. Nicht? Und so ist es vielen Menschen ständig gegangen, mit denen ich auch immer wieder in Berührung komme, nicht, dass sie suchen gleichzeitig nach etwas, was ihnen als Mensch Werte gibt, nicht, die sie nicht nur in den politischen Organisationen finden, sondern die also viel weitergehen und die eben mit dem Erlebnis der Kultur, nicht, ob das nun Kunst, Literatur ist, zusammenhängen. Und ich denke, dass hier Peter Weiß eine ganz zentrale Sache anspricht, nämlich einen hohen Stellwert von Kunst oder Kultur, also von Menschen gemachtem, das in irgendeiner Weise dem Menschen Halt gibt. Und er argumentiert dabei sehr persönlich, also er spricht von Mitmenschen, von Freunden und Leuten, die er mitbekommen hat und deren Erfahrung, dieser kulturelle Kampf, den Peter Weiß hier anspricht. Wie kann man sich den vorstellen? Also was meint er damit? Wer kämpft da mit wem und um was? Ja. Müssen zwei Zeiten unterschieden werden, die aber gleichzeitig zusammenhängen. Trotzdem aber erstmal in der Beantwortung dieser Frage unterschieden werden, weil das auch für die Beantwortung der Frage wichtig ist. Die beiden Zeiten sind noch einmal sich zu vergegenwärtigen. Was heißt dieser mit diesem Begriff jetzt kultureller Kampf bezeichnete Sachverhalt für die 30er Jahre oder 20er, 30er Jahre? Für den Übergang aus der Weimarer Republik in den Faschismus, in den Nationalsozialismus und was heißt das zum Zweiten für die 60er, 70er Jahre? Nämlich, wir sind, nochmal zum Stichwort Ästhetik des Widerstands, das ist ja eine Doppelfigur, das ist einmal die Ästhetik, die das widerständige Handeln hat, also nämlich die Frage, wie viel, um es so ein bisschen zu übersetzen, wie viel Kulturanteil steckt in einer politischen Praxis? Also, oder um es noch ein bisschen brachialmäßiger zu sagen, wie kultiviert bin ich eigentlich, wie moralisch bin ich eigentlich in meinem politischen Handeln? Also wie weit ist das, was ich politisch mache, auch unter Bedingungen der größten Gefahr und der Not, eigentlich schon ein Vorgriff auf die Gesellschaft, die ich einrichten will, ein Vorgriff auf die befreite Gesellschaft. Das Zweite ist, dass die Ästhetik des Widerstands auch meint, eben die Widerständigkeit, die im Ästhetischen selber steckt. Diese Doppelfigur kann man ja gar nicht trennen. Und auch wenn das jetzt, sagen wir mal, philosophiegeschichtlich nicht ganz sauber ist, ist ja die Assoziation in diesem Fall vollständig gerechtfertigt zu sagen, dass was hier Ästhetik heißt, hat zu tun mit Kultur, hat zu tun mit Kunst. Worum geht es hier? Es geht hier darum, dass aus den 20er Jahren durch gesellschaftliche Veränderungen, die zu tun haben mit den Anfängen der Konsumgesellschaft und so weiter, das Klassenbewusstsein, ein wichtiges Buch, was Anfang der 20er erscheint, ist von Georg Lukács, Geschichte und Klassenbewusstsein. Das Klassenbewusstsein nicht einfach nur ein politisches Bewusstsein meint, sondern zunehmend auch damit zu tun hat, wie richten sich Arbeiterinnen und Arbeiter ihr Leben ein unter Bedingungen des Kapitalismus. Also das ist die Kulturfrage. Die Kulturfrage, die zu dem Zeitpunkt in den 20er Jahren, eigentlich sogar erst Ende der 20er Jahre, überhaupt virulent wird. Nicht? Also dass man sich überhaupt Gedanken macht, was haben wir für eine Kultur? Was ist das, was meine Kultur als Arbeiterin, als Arbeiter unterscheidet vom Bürgertum? Ist das eine beerbte Kultur? Also ist das eigentlich eine bürgerliche Kultur, die proletarisiert ist? Ist das eine eigenständige Kultur? Und das sind Fragen, die sind zunächst ja noch relativ harmlos. Ja? Also da kann ich dann sagen, hier die Kultur der Arbeiter, die lebt von heroischen Arbeitsbildern und so weiter. Das kriegt aber unter Bedingung des Faschismus eine völlig andere Konnotation. Und es ist sehr interessant, dass wir vom politischen Kampf her eigentlich Anfang der 30er Jahre als einzige Möglichkeit haben, die Kultur als Feld diesen politischen Kampf zu führen. Anfang der 30er Jahre, Schriftstellerkongress 35, die ganze Debatte Expressionismus versus Realismus, Walter Benjamins Kunstwerkaufsatz 1936, das Manifest, das Breton und Trotzki und Riviera schreiben, alles Anfang der 30er Jahre. Von daher ist es nicht verkehrt, hier mal zu fragen, also grundsätzlich zu fragen, wie organisiert man einen politischen Kampf, und man kommt schnell darauf, dass gerade unter solchen Bedingungen, das hat Peter Weiß jetzt auch nochmal gesagt, es geht um
eigentlich Identität, ne? Also was ich vorhin auch schon meinte, wer bin ich eigentlich? Mhm. Wie kriege ich eine Stabilität in dem rein unter solchen Zwangsverhältnissen? Mhm. Da nochmal zu fragen, was ist eigentlich dieser, das wird ja eröffnet in der Ästhetik des Widerstands, dieser Gesamtvorrat an Menschheitskultur. Nicht? Also wie beziehe ich mich eigentlich auf die Geschichte der Menschheit, die politisch gesehen eine Geschichte des Scheiterns ist. Das Projekt der Befreiung, das scheitert. Das ist gescheitert. Das ist stillgestellt unter Bedingungen des Nationalsozialismus. Aber gleichzeitig habe ich eine Menschheitsgeschichte, die ist abgelagert in der Kulturgeschichte, in der Kunstgeschichte. Da sehe ich andere Bilder. Da sehe ich Bilder der Hoffnung, des Versprechens, dass es anders sein könnte. Interessanterweise selbst in den Bildern, die nichts weiter sind als Verkörperung der Herrschaft, in den Mythen, in den alten Werken, die zeigen die Herrscher. Und ich sehe aber trotzdem in diesen Bildern etwas anderes. In verschiedener Weise, in der Art, wie sie gemalt sind, dann doch in der symbolischen Ausdeutung dessen, was dargestellt ist und so weiter. Jetzt kommt der Bogen in die 70er Jahre. Die Linke, die politische Linke, die sich konstituiert auch als neue Linke aus den 60er Jahren heraus, beziehungsweise in den 60er Jahren außerparlamentarische Opposition und so weiter, die ist ja kulturell gesehen hoch ambivalent. Nicht? Also die Frage ist, was hat man da eigentlich für einen Vorrat an, in Anführungszeichen, jetzt linker Kunst, linker Ästhetik? Zum einen ist es so, es gibt die Popkultur, es gibt die Massenkultur, auf die man sich bezieht, der Rock'n'Roll und so weiter und so fort. Das ist eigentlich die Konsumkultur. Die kann man umdeuten. Das ist aber nicht das, also dagegen, es gibt jetzt ja auch bei Verbrecherverlag erschienen, zum Beispiel dieser Aufsetzer von Peter Weiß, da finden sich so mehrere Beiträge, da polemisiert er so ein bisschen gegen solche Art von Kultur, das interessiert ihn eigentlich gar nicht. Zum anderen ist aber eben die Frage, lässt sich anknüpfen an diese Reste von linker Kunst, linker Kultur und sei es auch nur linker Kulturdebatte aus den 30er Jahren. Also anders gesagt, wie geht man um mit Picasso, der Guernica malt, aufgrund der Fliegerangriffe der Legion Condor auf die Stadt Guernica, wo wir langsam dabei sind, dass ne, in den 70er Jahren das wie Guernica zur Wohnzimmerdekoration wird. Mhm. Also kann man darauf noch Bezug nehmen. Und das, meine ich, ist das kann man sich jetzt noch mal vergegenwärtigen, auch vom Titel her. Nicht? Das hat eine ungeheure Parolenwirkung, auch so auf einmal so ein Buch auf den Markt zu bringen, das Ästhetik des Widerstands heißt. Ja? Also wir reden ja nicht über einen Buchtitel, wo der Name auftaucht und dann nicht, also das ist ja schon ein Programm eigentlich, ne? Das ist ein Theorieroman. Und jetzt muss man sich vergegenwärtigen, was haben wir denn für eine Situation? Es gibt in den 70er Jahren eine große Theoriedebatte über Ästhetik, über linke Ästhetik, auch über das Scheitern von Kunst und Kultur im Nationalsozialismus, eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, die sich aber eben praktisch in den politischen Bewegungen, in den K-Gruppen, in den sonstigen politischen Bewegungen, in den Anfängen des Feminismus und so weiter, nicht wirklich widerspiegelt. Nicht? Also es gibt, was weiß ich, Peter Bürger, Theorie der Avantgarde und es gibt Heinz Petzold, neomarxistische Ästhetik, es gibt die Schriften von Otto Karl Werkmeister, es gibt die Zeitschrift Ästhetik und Kommunikation, Peter Gorsen und so weiter. Also eine große Palette von Beschäftigungen damit, wo aber klar wird, wir haben eigentlich die, also das, was behauptet wurde, zum Beispiel in den 30er Jahren, politisch sind wir zwar am Verlieren, aber wir haben wenigstens noch mal die Kunst für uns reklamiert. Da zeigt sich, denn das ist gar nicht der Fall. Und ich glaube, dass Peter Weiß eben genau da reingrätscht und dass eben diese Doppelfigur hat, dann doch eine Aktualisierung 30er Jahre für die 70er und frühen 80er Jahre, was auch den großen Erfolg erklärt dieses Buches, weil das eigentlich in eine Leerstelle reinfällt. Wo klar wurde, wir haben zwar eine große marxistische Kunsttheorie jetzt entwickelt in den 70ern, aber die hat praktisch keine Relevanz. Ja, ich finde, da sprichst du was an, was ziemlich wichtig und auffallend ist, nämlich du meintest ja zumindest die Auseinandersetzung gab es noch in den 70ern. Wenn wir jetzt eben mal einen Vergleich wagen wollen und mal zurückblicken eben in die Entstehungszeit der Ästhetik des Widerstands in den 70er Jahren, da muss man ja feststellen,
vorstellen, dass sich diese Zeit sehr von heute unterscheidet. Also damals, die Resonanz auf das Buch war meines Wissens nach ziemlich groß. Studenten, Gewerkschaftler und so weiter und so fort beschäftigten sich mit Peter Weiß' Buch und interessierten sich dafür. Es gab Lesekreise und so weiter und Diskussionen darüber. Heute scheint das weitgehend in Vergessenheit geraten zu sein oder zumindest meinem Eindruck nach ist das jetzt nicht mehr ein zentrales Thema. Welche grundlegenden Veränderungen, du hast jetzt schon den Bogen gespannt von frühem 20. Jahrhundert, also die 20er Jahre, dann die Zeit des NS und dann auch bis in die 70er Jahre. Nein, hast du uns schon sozusagen einen Einblick gegeben, auch in das, was eben Peter Weiß auch dazu motiviert hat, sich damit auseinanderzusetzen, diesen Roman zu schreiben oder Theorienroman, wie du es nennst. Wenn wir jetzt noch den Bogen zu heute spannen wollen, wo sich dann doch in den letzten 40 Jahren einiges geändert hat, wie kannst du dieses Desinteresse oder Ignoranz vielleicht sogar erklären, was dieses Buch oder grundlegend vielleicht auch die Debatte um Ästhetik und Widerstand oder Ästhetik des Widerstands, wie kann man dieses Desinteresse, wie erklärst du dir das oder uns? Du hast ja selber jetzt schon ein paar Stichworte genannt, die Ästhetik des Widerstands wird gelesen von Lehrlingsgruppen, von Jugendlichen in der Gewerkschaft, in den Schulen, in den Betrieben, an den Universitäten natürlich auch und so weiter. Also das heißt, natürlich hat man auch eine intellektuelle Debatte darum. Das spiegelt sich auch wieder im Feuilleton zu der Zeit, was übrigens sehr mitunter gehässig gegen die Ästhetik des Widerstands schießt. Aber nichtsdestotrotz, worauf will ich hinaus? Wir haben hier sozusagen eine Jugendkultur in ihrer ganzen Breite, eine politisierte Jugendkultur, eine Jugendsubkultur, die findet sich selber, es geht ja auch um Jugendliche in der Ästhetik des Widerstands, die findet sich selber wieder in der Ästhetik des Widerstands. Und offenbar, was ich eben schon meinte, es ist eine Leerstelle und Peter Weiß scheint mit diesem Rückblick Fragen zu beantworten oder zumindest Fragen zu aktualisieren, die auch relevant sind für die Zeit Anfang 80er Jahre. Die Anfang 80er Jahre sind eine Umbruchzeit im kulturellen Sinne in ganz vehementer Weise alle gesellschaftlichen Ebenen betreffend. Also das geht von der Politik in die Ökonomie, zurück in die Kultur, nochmal über die Ökonomie. Was ist ein wesentlicher Faktor, den man, meine ich, mit berücksichtigen sollte? Die großen Stichworte, die da sind, wären Postmoderne, wären die Zeit, die beginnt mit Ronald Reagan als Präsident der USA, mit Margaret Thatcher, also der sogenannte, von Stuart Hall, sogenannte Thatcherism ist da, Anfänge des Neoliberalismus. Was heißt es jetzt ganz einfach gesagt und auch ganz banal gesagt? Wir haben einen Umbruch der Privatisierung. Also das, was bis dahin gewissermaßen noch bildungsauftragsmäßig als, so eine Art demokratisierte, sozialdemokratisierte Ästhetik des Widerstands, nämlich wie komme ich durch meinen eigenen Alltag durch, abgefedert wurde in den Schulen, natürlich auch mit dem Futter von Lehrern, die jetzt in den 68ern ihr Studium, das Lehramtsstudium hatten und so weiter, was abgefedert wurde in den Schulen, in den Bildungsinstitutionen, im ersten und zweiten deutschen Fernsehen, in den dritten Programmen und so weiter. Genau zu der Zeit, wo der dritte Band der Ästhetik des Widerstands erscheint, haben wir die Privatisierung im Fernsehen, wo neue Formate kommen, wo genau das, was gedeutet wird zu dem Zeitpunkt noch als, da haben wir zwar Kulturindustrie, aber die Jugendlichen haben sich selber eine Subkultur erarbeitet. Es gibt Punk, es gibt die Anfänge von Hip-Hop, meinetwegen sogar die Anfänge von Techno und so weiter. Das wird jetzt aufgefangen und aufgesogen im technisierten, digitalisierten, damals auch schon privatisierten Medienapparat. Wenn Peter Weiß diese Fragen aufwirft, die er aufwirft mit Bezug auf die 30er Jahre und dann auf die gesamte Kunst- und Menschheitsgeschichte ausdehnt, dann sind das eben Fragen, die sind tatsächlich zu dem Zeitpunkt, Ende 70er Jahre, Anfang 80er Jahre, noch nicht beantwortet. Da kann man nicht einfach sagen, da gibt es 10 Antworten, die sind zwar falsch, aber die gibt es immerhin. Das ist aber die Situation, die wir heute haben. Und das hat was zu tun eben mit auch mit Privatisierung, mit der Postmoderne, du fragst ja auch nach Widerstand. Also wogegen kann ich überhaupt heute noch Widerstand leisten? Es ist sozusagen
jede Frage, die man haben könnte, schon beantwortet. Vielleicht falsch, aber sie ist beantwortet. Es gibt nicht mehr die Möglichkeit, etwas Neues zu machen. Es gibt nicht mehr die Möglichkeit, auch zum Beispiel in einer Form des symbolischen Widerstands, der Ästhetik des Widerstands, Formen zu finden, die nicht irgendwann schon mal ausprobiert worden sind. Peter Weiß konnte das noch machen unter dem Vorzeichen des Vergessens. Ja, also da konnte man sagen, wir machen jetzt so ein bisschen 30er oder 20er Jahre Ästhetik nochmal, weil das über 50 Jahre nicht stattgefunden hat. Nicht? Also ich kenne das selber noch, dass es zum Beispiel in den 80ern sehr beliebt war, in der radikalen Linken, sich so ein bisschen an so Ernst Busch zu orientieren und doch nochmal so Arbeiterlieder zu singen, durchaus polemisch auch, nicht? Wir kennen es von Tonsteine Scherben schon Anfang der 70er Jahre, dass der Nach macht kaputt, was euch kaputt macht, nochmal das Einheitsfrontlied kommt von Eisler und Brecht. Diese Bezüge, die wirken heute wie eine Karikatur. Und also die waren damals auch schon eine ironische Brechung, aber es ist heute sozusagen kein provokativer Stachel mehr da. Also es ist nicht mehr möglich, damit Verhältnisse zu provozieren, das wäre das eine, aber vor allem, es ist auch nicht möglich, sich selbst damit zu provozieren. Es ist auch nicht möglich, damit eine andere Form von gesellschaftlicher Stellung zu bekommen, beziehungsweise, um auf meine Eingangsformulierung zurückzukommen, es ist auch nicht mehr möglich, damit Handlungsfähigkeit wiederzubekommen. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor, dass diese, also weil ich das jetzt mit der Privatisierung sagte, da kann man ja meinen, ja, aber was hat denn das jetzt damit zu tun? Was die Privatisierung ja macht, ist, dass sie ein mediales Angebot vervielfältigt, was es möglich macht, sich einhalben einzuklinken und zu sagen, hier habe ich jetzt sofort mein Angebot an Punkplatten oder irgendwas. Es ist alles sofort erhältlich, als Ware natürlich. Nicht? Mhm. Das ist das vorrangige Ziel, geht um Profit. Aber was es eigentlich heißt, ist, ich werde vollständig passiviert. Die Situation, die Peter Weiß ja hat, ich kann gar nicht passiv sein, weil ich muss handeln. Ich muss in irgendeiner Weise aktiv werden, um Leib und Leben zu retten. Das war ja so ein bisschen das Lebensgefühl der 70er Jahre. War jetzt nicht faktisch so, aber dass man so wirklich dachte, der Staat, das ist jetzt, da kommt jetzt der neue Faschismus, ne? Die Faschisierungsthese war da und so. Heute ist die Situation eigentlich politisch gesehen viel schlimmer als in den 70er Jahren. Für viele, viele Menschen, für die Geflüchteten, für Menschen, die nicht dem Pegida-Bild entsprechen, was ansonsten so verbreitet wird. Ja. Oder zumindest eine ähnliche Situation tatsächlich, die viel dichter dran ist an den End-20er, 30er Jahren als die Situation in den 70ern. Mhm. Und trotzdem ist es aber eben so, dass man quasi keine Handlungsoption hat, weil permanent vermittelt wird, hier muss man gar nicht handeln. Mhm. Ja? Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass genau das, womit nicht diese Leerstelle, in die Peter Weiß reingebrochen ist, die ist mittlerweile gefüllt. Ja, nur mit was ist dann die Frage, ne? Was wir heute ja irgendwie beobachten können, ist ja, dass eben, du hast gerade gesagt, es scheint überhaupt nicht mehr notwendig zu sein, einen Widerstand zu leisten. Und was ich meine, zu erkennen, eine Entwicklung, die damit einhergeht, ist nämlich, dass das Individuum, was selber dann doch Missstände erkennt, die es gerne ändern würde und von einem Veränderungswunsch getrieben wird, dass dieses Individuum es viel schwerer hat, vielleicht noch diesen Wunsch nach Veränderung beizukommen, es zumindest in irgendeine Form zu geben, den Widerstand, und dass man dann oft selbst alleine dasteht, ja, und dann Bücher schreibt oder sich kluge Gedanken macht, vielleicht noch ein paar Leute hat, mit denen man sich darüber unterhalten kann, aber sehr frustriert oft ist darüber, dass man die Anlässe durchaus sieht für den Widerstand, aber eben auch sieht, dass jegliche Versuche eigentlich eingeebnet werden, ne? Und ich würde eben jetzt zuletzt den Einspieler bringen aus der Ästhetik des Widerstands, und zwar aus dem ersten Band, Seite 87, falls es jemand nachlesen will. Beim Lauf vom Untergrundbahnhof Schwarzkopfstraße, über die Chausseestraße hinweg, zur Pflugstraße und am Heulen der Alarmsirenen, von Blockwarten angerufen, die mich in den nächsten Luftschutzkeller treiben wollten, verfolgt vom Trillern ihrer Pfeifen, saß eine Frage in mir fest. Saß eine Frage
in mir fest. Und diese verlangte, während Automobile und Omnibusse anhielten, Eilende in den mit weißen Pfeilen angezeigten Löchern verschwanden und ich nur noch schneller die nächste Ecke nahm, um nach Haus zu gelangen. Und diese verlangte eine Antwort drauf, ob alle Beschäftigung mit Büchern und Bildern nicht doch nur eine Flucht gewesen war. Weg von den praktischen, überwältigenden Problemen. Gleiche, atemlose, panische Flucht. Gleiche, atemlose, panische Flucht, wie dieses Jagen übers regenblanke Pflaster, hinein durchs zweiflügelige Tor mit den geschnitzten Pfosten, den Gang entlang, über den Hof, die Treppen rauf, in die kalte, ausgeräumte Wohnung. Und ich brauchte nur die Linoleummatte zu sehen, mit den abgeschabten Linien und Bruchstellen an den hervortretenden Kanten der Bodenbretter, mit den ausgetretenen Pfaden, die zum Herd, zum Ausguss, zur Tür des Nebenzimmers führten. Und dann einen Blick zu werfen in die Kammer, in der die Beine des Betts vier Vertiefungen im Bodenbelag zurückgelassen hatten, um wieder einmal das Muster der Armut zu spüren und zuzugeben, dass das, worum wir uns so übernächtig und mit Schwindelgefühlen bemüht hatten, für uns doch nicht vorhanden war. Doch dann, am offenen Fenster stehend, hoch über dem Gewirr der Schienen, dem Dickicht der Leitungsmaste im Vorgelände des Stettiner Bahnhofs, setzte, zum Zweifeln gehörend, die Gegenwehr ein. Und ich sagte mir, jetzt, unterm Dröhnen der Manövergeschwader, dass die bei unserer Armut absurd erscheinende Beschäftigung mit gedanklichen Reichtümern unser Anteil im Kampf ums Überleben sei. Warum, sagte ich mir, warum müssen wir uns immer wieder dazu treiben lassen, dass wir uns auch noch das absprechen, was uns nichts anderes kostet als unser Grübeln, nur um zu bestätigen, dass wir ein für alle Mal enteignet sind. Genau, soweit der Einspieler aus der Ästhetik des Widerstands aus dem ersten Band. Und ja, daran anschließend meine letzte Frage, nämlich, da wird ja angesprochen, dass Kunst eben auch die Möglichkeit eines Rückzugs letztlich bietet, ja, und dieser Ausschnitt, den wir gerade hörten, der setzt den Protagonisten, den Grübler, den Zweifeln noch in Gegensatz zum Bestehen. Es wird von Gegenwehr gesprochen und es wird gefragt, warum man sich das, was das Ureigenste ist, wenn man das so sagen kann, die eigenen Gedanken, warum man sich das auch noch absprechen lässt oder lassen sollte. Und ich frage mich, ob das im Umkehrschluss bedeuten kann, ob das so zu interpretieren ist, dass solange man noch selbst denkt, grübelt, zweifelt und man sich quasi gedanklich in Widerspruch setzt, ob das dazu führt, dass man sich noch nicht so ganz erniedrigt fühlt und und nicht nur auf die Arbeitskraft reduziert ist, sondern eben was Eigenes hat, was einem keinen nehmen kann. Und das ist auf der einen Seite zwar ein hoffnungsvoller Gedanke, der zum Weiterdenken und so weiter motiviert, aber auf der anderen Seite könnte der ja auch so ein bisschen als Beruhigungspille dienen, nämlich eben, das meine ich auch bei vielen Menschen zu beobachten, dass man eben beim Denken dann sozusagen stehen bleibt, wenn man das so sagen kann, dass man aus der Realität, die einem umgibt und den Handlungsmöglichkeiten, die man nicht sieht, was die Praxis angeht, dass man dann eben sich zurückzieht aufs Denken und sagt, naja, zumindest das ist noch das, was uns bleibt. Ich unterstelle Peter Weiß nicht, dass er das ausdrücken wollte oder dass er das mit der Stelle aussagen möchte. Aber wenn wir jetzt gerade uns auch zurückerinnern, was du, Roger, gesagt hast zur schieren Unmöglichkeit von Widerstand, wie interpretierst du dieses gerade Gehörte? Also ist das so denkbar, dass das Denken allein Widerstand genug ist? Also ich muss ganz kurz noch mal eine Sache richtigstellen. Ich habe ja nicht gesagt, dass sowas wie Widerstand nicht notwendig sei, sondern da sind wir uns völlig einig. Wir leben in Zeiten, wo es mehr als notwendig ist. Die Frage ist nur, es wird permanent vermittelt, dass Widerstand nicht notwendig sei. Also es gibt permanent die Beruhigung. Was aber eben heißt, sofern man erkennt oder schlichtweg in der Notwendigkeit steckt,
Widerstand leisten zu müssen und sei es auch nur im Kleinen, fängt die Enttäuschung, fängt das Scheitern bereits da an, nicht, dass man mit dem Widerstand selber scheitert, sondern dass einem in gewisser Weise schon diese Erfahrung der Notwendigkeit des Widerstands genommen wird. Und zwar in einer sehr beruhigenden Weise. Das ist das Problem. Ja, es ist eben nicht eine Situation, wo gewissermaßen die Not, Widerstand leisten zu müssen, nur noch größer wird und man irgendwann ausrastet und platzt. Das tun auch genügend Menschen und gleichzeitig fragt man sich, warum es nicht noch mehr tun. Sondern es gibt eine Beruhigung, die eben in sehr kluger und man muss auch sagen unterhaltsamer Weise viele Menschen auch glücklich machender Weise vermittelt, dass es eigentlich Quatsch sei, Widerstand zu leisten. Und ich meine, das hat viel zu tun mit der Stelle, mit der Passage, die wir gerade gehört haben aus dem ersten Band. Nämlich die Diskrepanz, die da aufgemacht wird, ist, was hören wir da? Wir hören eine Beschreibung einer völlig alltäglichen Situation. Armut. Wie sieht Armut aus? Ja, die Armut besteht nicht darin, dass gesagt wird, ich habe übrigens gerade Hunger oder mir fehlt Geld oder so, sondern die Armut wird beschrieben, einfach indem der Raum beschrieben wird, der betreten wird, wie der aussieht. Und dieser Raum hat nichts zu tun mit Kunst. Da hängt kein Kunstwerk. Das ist nicht, dass gesagt wird, hey, ich habe mich gerade über die und die Kunstwerke, der hohe Reichtum, der geistige Reichtum, da habe ich mir gerade Gedanken gemacht, jetzt komme ich nach Hause und jetzt hängt hier irgendwie so eine, was weiß ich, so ein armseliges Bild an der Wand oder so, oder ich lese nur Schundromane und komme aber gerade von meinem Goethe-Lesekreis oder so. Nein, es wird einfach der Raum beschrieben. Ja, es wird ein Leben beschrieben, was sozusagen keine Ästhetik zur Verfügung hat. Gleichzeitig wird aber dieser Raum beschrieben, als sei er ein Bild. Es gibt von Van Gogh zum Beispiel, gibt es dieses, ich weiß gar nicht, wie das heißt, da sieht man so ein Bett, so ein Nachtbild, so ein Zimmer mit Bett und so weiter. Es gibt so mehrere Zimmerbilder von Van Gogh, die relativ ähnlich sind. Nicht? Und das könnte eine Beschreibung eines solchen Bildes sein. Also das heißt, der Blick, den Peter Weiß hier als Autor in diese Figur packt, ist eigentlich selber, das ist der ästhetische Blick. Das ist die Ästhetik des Widerstands, die den Raum so beschreibt. Und jetzt Folgendes feststellt. Was ist die Notwendigkeit des Widerstands? Die ist natürlich erstmal faktisch, dass man sagt, da leiden Menschen und die sollen nicht leiden oder ich selber leide und ich will nicht leiden. Gleichzeitig ist sie aber eben genau diese Erfahrung der Not als Widerspruch. Eine Erfahrung des Widerspruchs. Das Leben ist widersprüchlich. Leiden ist nicht eine Schicksalsangelegenheit, auch wenn das vielfach als Schicksal erscheint und den meisten Menschen auch als Schicksal widerfährt, sondern es ist eine Struktur des Widerspruchs. Ich bewege mich permanent in Widersprüchen. Und diese, was ich vorhin meinte und eben auch mit diesem Missverständnis meinte, ist auch leicht misszuverstehen, dass es eben sehr wohl eine Notwendigkeit gibt, Widerstand zu leisten, nur permanent vermittelt wird, es gibt keine Notwendigkeit, Widerstand zu leisten. Das ist genau dieser Widerspruch, beziehungsweise was damit eingeebnet wird, ist dieser Widerspruch. Nicht? Also nochmal paradox. Mhm. Also das heißt, es ist eine sehr, sehr, sehr schöne Vokabel, finde ich, zu sagen, worin besteht diese Ästhetik des Widerstands von, also Adorno würde das so beantworten, dass wir unreglementierte Erfahrung, nicht? Dass wir unreglementierte Erfahrung machen können. Das hat jetzt auch zu tun mit ja Denken an sich, das ist auch schon eine tolle Sache, wenn man diese Freiräume sich noch hat, genehmigen kann. Aber erstmal geht es, meine ich, darum, Erfahrungen zu machen. Und das sind keine schönen Erfahrungen. Das sind Erfahrungen genau dieses Widerspruchs, die aber insofern eben nicht reglementiert werden. Die eben nicht heißen, na, wenn du die Erfahrung hast, dann geh mal zum Arzt oder mach eine Therapie oder so dies oder geh mal in die Kunstausstellung oder mir geht's genauso, da musst du mal dies und dies Buch lesen oder so, ne? Meinetwegen auch, oh, du hast Probleme, lest mal Peter Weiß, Ästhetik des Widerstands, sondern dass Erfahrungen sind, die erstmal eben einmal mehr, paradox, nicht eingeholt werden können dadurch, dass ich mich schön geistig über, weiß ich nicht, irgendwelche Kunstwerke auseinandersetze, sondern aber gleichwohl das als Freiraum für sich haben. Ja, also gleichwohl da klar wird, es gibt noch eine Möglichkeit, und zwar einmal mehr Handlungsmöglichkeit,
Auch wenn mein Handeln nichts bewirkt. Aber ich merke, dass ich eine Situation der Freiheit habe, die führt nicht zur Befreiung der Welt. Aber die führt dazu, dass ich selber den Glauben nicht verliere an die Möglichkeit der Befreiung. Weil das was zu tun hat mit meiner, mit dem, was ich selber bin, mit dem, was mir selber Kraft gibt. Also das klingt alles so ein bisschen esoterisch, aber ich meine, das ist der entscheidende Punkt, der ja allenthalben eingeebnet wird, wodurch zum Beispiel. Du hast es ja gesagt mit diesen Online-Petitionen und wir können das ja selbst eigentlich auf dieses Gespräch, was wir gerade haben, beziehen. Nicht? Also das gibt ja mittlerweile selbst so für freie Radio, Restlinke, Nischen, ja, dann macht und Peter Weiß in Rostock 100 Jahre, dann macht man dazu mal was und dann ist das Ding auch abgehakt. Mhm. Ja, also ob man das will oder nicht, aber das auch die es sind ja jetzt eben bei Suhrkamp und die Akademie, ist Akademieverlag, ne? Nicht Akademieverlag, die Frau Lahan hat im Dietz Verlag veröffentlicht. Dietz Verlag, ja. Genau. Mhm. Entschuldigung. Also es gibt die Biografien, dieses Verbrecherbuch, was ich noch erwähnt habe, die Horen haben eine Sonderausgabe und es wird auch so oder so durch die Presse gehen. Das, da kann man sicher sein, aber danach ist durch. Mhm. Und diese Nachhaltigkeit, die eben einmal mehr, es gibt dafür keine Notwendigkeit, obwohl man eigentlich sagen müsste, genau die Notwendigkeit gibt es. Und dann kommt das Nächste und dann wird man das Nächste machen. Nicht? Dann wird im nächsten Jahr, wird dann, was weiß ich, 150 Jahre Kapital und 50 Jahre Gesellschaft des Spektakels, 100 Jahre Oktoberrevolution, dann noch ein Jahr drauf ist 50 Jahre 68 und so geht es weiter. Hm. Mit diesem resignierten... vielleicht ist das der Punkt. Ich würde das alles andere als resigniert nennen, sondern vielleicht eine Wendung. Nicht? Also irgendwann kommt ja auch das Jahr wieder, das wäre dann 2024, nämlich dann 60 Jahre Herbert Marcuse, der eindimensionale Mensch. Die Überschrift des ersten Kapitels, die Paralyse der Kritik, das meine ich, ist das Bestimmte. Nicht? Also ja, es gibt Kritik und wir können sie formulieren, und es ist eine Notwendigkeit, sie zu formulieren, aber gleichzeitig, man befindet sich in diesem paralysierten Zustand. Man steht wie der Hase vor der Schlange. Hm. Aber das zu wissen, dieses Bild alleine zu haben, das ist nochmal der Bogen zurück zu Peter Weiß, das kennzeichnet die Ästhetik im Widerstand des Widerstands. Und das nicht zu verlieren, das klar zu machen, heißt nicht zu resignieren.